die nächste Frage. Gut. Gut, ich beantworte die. Aber sie findet es gut, dass ich die nächste Frage nehme. Gut. Ups, falsche Taste. On your mark. Get set. Ist Zugzui dein Lieblings-Let's Player? Das ist auch keine schlechte Frage, ehrlich gesagt. Also das wechselt natürlich auch immer, weil ich im Laufe meiner Let's Player-Laufbahn, sage ich mal, die jetzt auch schon mittlerweile knapp 3 Jahre anhält, verschiedene Let's Player geguckt habe, von denen ich heute zum Teil manche nicht mehr gucke, irgendwie, weil sie mich nicht mehr so interessieren oder nicht die Spiele machen, die mich interessieren. Andere finde ich erst später und gucke die dann ganz gerne. Das wechselt immer so ein bisschen. Und Zugzui habe ich zum Beispiel auch erst relativ spät gefunden. Ich glaube, das war so Anfang 2013 oder was? Oder Ende 2012 schon? Ich weiß es nicht. Da habe ich ihn aber auch noch nicht so regelmäßig geguckt und habe mich hinterher erst ein bisschen mehr reingefuchst. Wo dann auch die Livestreams dazu kamen und so. Also ich gucke ihn sehr, sehr gerne, weil Dennis einfach nicht nur lustig spielt. Er ist jetzt kein Pro-Gamer und das muss er auch gar nicht sein. Das fände ich auch zum Beispiel auch langweilig, wenn jetzt jeder irgendwie ein Spiel perfekt spielen könnte. Sowas finde ich eigentlich meistens nicht so spannend oder interessant. Mal ganz lustig anzusehen, aber auf Dauer wäre das nichts für mich. Und da gehört er auf jeden Fall dazu. Er ist auf jeden Fall einer meiner Lieblings-Let's Player. Wenn ich es auf einen runterbrechen müsste, was ich ja zum Glück nicht muss, würde ich wahrscheinlich sagen, das tue ich jetzt nicht, weil er dieses Video eventuell sehen könnte, sondern das tue ich aus Überzeugung, weil mir seine Videos vom Gesamtkonzept einfach am besten gefallen, wie er kommentiert, wie er spielt. Und auch er als Person ist einfach super, das kommt halt noch dazu. Aua. Ist halt Alex Flattermann 85. Der liebe Alex ist, würde ich sonst so sagen, mein Lieblings-Let's Player, ja. Auch schon seit sehr langer Zeit und der konstanteste auch von denen, die ich bisher gesehen habe. Ich habe aber auch andere Lieblings-Let's Player meinerseits. Ich habe manche Let's Player, die gucke ich ab und zu mal und ich habe manche Let's Player, die würde ich schon, die gucke ich schon öfter und dann würde ich auch zu denen sagen, das sind meine Lieblings-Let's Player. Und neben Alex und Dennis, der auf jeden Fall auch dazu gehört und ganz oben mit dabei ist, würde ich auf jeden Fall sagen, dass der Super Flash Crash ganz cool ist. Ich habe jetzt noch nicht so viel bei dir gesehen, muss ich zugeben. Rick, möchte ich auch ehrlich sein, aber das, was ich gesehen habe, hat mir gut gefallen, auch weil du das wieder sehr ansprechend kommentierst und einfach eine gute Art hast und ein guter Mensch bist. Du hast so eine schöne, ruhige Art. Du bist halt ein müder Berliner, ne? Aber ja, den kann ich sehr empfehlen. Wen ich auch ganz gerne mal gucke, momentan nicht so oft, aber ja. Die Elori Lindien, es ist eine deutsche Let's Playerin, die auch eher ruhiger ist und alles sehr bedacht macht und ja, auch sehr entspannt ist, dazu zu gucken. Bei der habe ich zum Beispiel damals mal ein Thief 3 Let's Play gesehen, unter anderem. Und Frozen Foxy kann ich sehr empfehlen. Der hat mehr, ein bisschen mehr Spritzigkeit da drin. Gleiches gilt in etwa für fällt mir gerade der komplette Name nicht ein. Zweiter, Alter, das war geil. Muss man eben. Necroscope 86, genau. Den kann ich auch sehr empfehlen. Der guckt Alex auch sehr gerne. GameTube auf jeden Fall. Gehören mit zu meinen Lieblings-Let's Playern. Auch eine Let's Playerin, die ich sehr gerne gesehen habe, die aber momentan oder schon seit längerer Zeit leider keine aktiven Let's Plays mehr macht, ist Auraya87, die er war auch damals bei Tomb Raider 4 bei mir zu Gast im Let's Play. Die hat, ich glaube, alle Tomb Raider Teile auf jeden Fall gemacht und halt noch viele, viele andere Sachen. Die hatte auch so eine nassforsche, lustige, spritzige Art irgendwie. Locker drauf, Freischnauze, die war cool. Aber die ist auch cool immer noch, also da finde ich es echt schade, dass sie aktuell keine Let's Plays macht. Auch schon länger nicht. Ja. Aber wie gesagt, wenn ich es auf einen runterbrechen müsste, wäre es Alex. Auch weil mir von dem im Vergleich die meisten Projekte
einfach gefallen im Vergleich zu anderen Let's Playern, wo mir vielleicht so also ab und an mal ein Projekt gefällt, aber nicht alles. Ich meine, da kann der jeweilige Let's Player natürlich nichts für, aber so entwickelt sich das dann halt. Ja, das würde ich vielleicht sagen, so. Auch die Kimi ist sehr geil. Die gucke ich, die hat ja eine Zeit lang auch nicht Let's Play, das ist ja mein Let's Player-Kind. Das war das, ja, und dann hätte ich die Frage eigentlich beantwortet. Mehr bräuchte ich eigentlich nicht sagen. Und wie gesagt, falls ich doch irgendwie mich komisch ausgedrückt habe oder ich irgendwas nicht auf den Punkt getroffen habe, was gut sein kann, dann könnt ihr natürlich gerne eine Rückfrage stellen. Oder zwei oder drei. Ja, genau. Die nächste Frage lese ich am besten mal vor, weil da sind ein paar Informationen drin, die würde ich sonst wieder vergessen. Ich kenne mich ja. So, und zwar steht hier zu aller guter Letzt: Kennst du das gecancelte Spyro-Spiel auf PlayStation 3 von 2013, das wie die Klassiker gewesen wäre? Kann ich eigentlich relativ kurz machen? Nein. Aber ich fand, als ich die Frage gelesen habe vor ein paar Tagen, als du mir die geschickt hast, fand ich die Frage sehr interessant, ehrlich gesagt. Also da habe ich überhaupt nichts von mitgekriegt. Das ist mir irgendwie, was auch nicht selten ist bei Internetphänomenen oder was, das geht an mir vorbei. Da habe ich irgendwie so einen Filter bei mir im Kopf anscheinend, dass ich das nicht wahrnehme. Was manchmal auch in den allermeisten Fällen gut ist, wenn es um irgendwelche komischen Hype-Sachen geht, die mich in 99% aller Fälle nicht interessieren. Nee, habe ich nicht mitgekriegt, aber ich find's geil. Du könntest gerne, du, der du die Frage, halt die Schnauze, der du die Frage gestellt hast, schreib mir gerne auch in die Kommentare, wenn du noch mehr dazu weißt. Also, warum das gecancelt wurde, würde mich zum Beispiel interessieren, ob das trotzdem noch irgendwie vielleicht kommt, ob es da neue Infos mittlerweile zu gibt. Wie das heißen sollte, sollte das ein Remake werden oder vom ersten Teil zum Beispiel oder wirklich ein komplett neues Spyro-Spiel, halt nur mehr im Sinne der ersten Teile von der Art her, so wie ich es jetzt verstanden hätte. Schreibt mir da gerne mehr dazu, es würde mich und ich glaube auch einige Zuschauer interessieren. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es dann schade wäre, wenn es nichts geworden ist. Wahrscheinlich irgendwie, könnten wir vorstellen, aus finanziellen Mitteln oder so, weil ich die Nachfrage wäre, glaube ich, auf jeden Fall da. Denn es gibt, glaube ich, auch noch heute eine sehr, 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 sehr große Anhängerschaft von Spyro-Spielen, berechtigterweise, wie ich persönlich finde. Upsala. Also, nee, kenne ich nicht. So, ich glaube, ich mache jetzt mal eine Runde hier den Rest ohne eine Frage und die nächste mache ich dann erst im nächsten Rennen. Also ich fahre jetzt mal ein bisschen bewusster. Ich bin eher so in letzter Zeit, also wo ich die Fragen vorgelesen habe, mache ich das eigentlich immer so, dass ich eher so unterbewusst hier fahre und mein Unterbewusstsein lenken lasse, gar nicht auf das Spiel großartig achte und mehr über die Fragen nachdenke. Aber ich finde, da hat mein Unterbewusstsein gar keine schlechte Arbeit geleistet. Ich habe, glaube ich, öfter gesehen, dass ich auf dem dritten Platz war. Also so bewusst habe ich viel von den Rennen nicht mitbekommen, aber ich kann die halt so ein bisschen unterbewusst fahren, glaube ich. Wie so eine Perlenkette sind sie da vorne, ne? Schrecklich. Die gehören geschlagen. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne Fragen, wenn ihr Fragen an mich habt. Was ihr immer schon mal von mir wissen wolltet, denkt euch Fragen aus, wenn ihr möchtet. Ihr nervt übrigens auch nicht, wenn ihr Fragen stellt. Ganz im Gegenteil. Ich finde das gut, wenn man fragt, wenn man irgendwas, weiß ich nicht, nicht verstanden hat, irgendwas nicht mit dem übereinstimmt, was ich sage, und dann fragt man nach und weiß ich nicht, irgendwie sowas. Ich habe da grundsätzlich gegen Fragen überhaupt nichts. Erster. Ich glaube nicht, dass ich das halten kann bis zum Ende, aber ich versuche mein Bestes. Die sind aber ganz schön fix unterwegs hier, die Fahrradfahrer. Scheiße! Ah, verfickte Dreckskacke. Mal wieder. Ja, das Krasse ist halt auch bei Extreme, dass der Fall, wenn man einmal stürzt, richtig hoch ist. Also
und richtig schnell geht. Also das waren jetzt ja Millisekunden, wie ich jetzt vom ersten auf den 12. Platz gefallen bin. Das ist in niedrigeren Schwierigkeitsgraden nicht so krass. Zwar auch zum Teil, aber so krass wie bei Extreme nicht. Aber es macht auf jeden Fall dem Schwierigkeitsgrad alle Ehre, das kann man schon sagen. Und gleich mache ich mir erstmal noch eine schöne Pizza warm. Und es ist auch ziemlich gut programmiert, dass sie wirklich merken, okay, da kommt jetzt der PlayStation-Spieler nebenein, jetzt trete ich als CPU quasi. Das ist schon sehr schlau gemacht für so ein damaliges altes Spiel. Jetzt ist mir wieder einer auf den Kopf gesprungen. Da vorne liegt Fahrradsalat. So, spring und gut und spring und gut und spring und spring. Oh, das war knapp. Dum, 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 dum. Manchmal hat sie irgendwie so einen Zittrigen, weiß auch nicht. Ob sie ihre Tage hat oder so. Scheiße. Aber das Schöne ist hier, wenn man hier fällt, die meisten anderen fallen hier auch, aber wenn man fällt, muss man wieder aufstehen. Wie geht der High-Five-Song nochmal? Denn nur wer fällt, ist ein echter wahrer Held, oder was? Ne, nur wer aufsteht, wenn er fällt, ist ein echter wahrer Held, genau. Sonst wird es auch keinen Sinn ergeben. Cooler Song. Der jetzt auch auf der Gamescom vorgetragen wurde, auf der Let's Play-Bühne. Das ist schon cool, war schon cool, was ich davon gesehen habe. Gucke ich immer ganz gerne jedes Jahr, die Live-Übertragung der Let's Play-Bühne. Oh, was heißt jedes Jahr? Die gab es ja letztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal, aber GameTube sind meistens da, das ist immer sehr lustig. Wir beantworten so Fragen, zocken ein bisschen oder was. If you don't win a race, how do you expect to get on SportsCenter? Und die Leute von High Five, die ich auch sehr mag. Ich hätte auch mal Bock auf die Gamescom. Ich war da noch nie. Vielleicht nächstes Jahr, mal gucken. Vielleicht bin ich bis dahin ja auch voll Fame und dann mache ich so ein Zuschauertreffen oder so. Daran könnt ihr mitwirken, wenn ihr ordentlich Werbung für diesen Kanal macht und mich bekannt macht. Haha. Bis zum geht nicht mehr. Dass ich Gronkh überhole und so. Ah, Blödsinn. Ja. Das wäre die Frage. Also lange geht's nicht mehr heute, das kann ich schon mal sagen. Ja, genau, die letzte Frage. Die eine coole Bewandtnis mit sich führt. Ja. Ach komm, ich gönn mir mal was. Was hältst du von der Ice Bucket Challenge? San Francisco. Das ist in dem Sinne eine für mich lustige Frage. Die wurde mir vorgestern Abend gestellt. Vorgestern war es, genau. Ich glaube, Sudrago, du hast die gestellt. On your mark. Get set. Go. Ich hoffe, ich verwechsel da jetzt nichts. Aber ich denke, so müsste es sein. Das ist immer so geil am Anfang. Ich beömmel mich da immer, wie es so am Fließband. Pong, pong, pong. Dreht sie weg, treten weg, treten weg. Das ist so geil. Okay, er erledigt sich selbst. Ist jetzt nicht so ganz fair. Okay, die haben schon einen kleinen Nachteil mit den ganzen Fässern und alles. Ich kann einfach drüber fahren, aber naja. Ich würde mal fies sein. Kann ich nicht auch manchmal. Einer ist aber echt gut durchgekommen. Der muss schon richtig ein Pro sein. Mit dem kleinen Brett. Vielleicht Saul? Das wäre lustig. Das wäre jetzt echt lustig. Ey, wie weit ist denn der schon vorne? Kacke. Nee, ich glaube, da kam gerade Saul. Der war Dritter. Aber Saul ist immer vorne mit dabei. Jedenfalls, warum war es so lustig für mich? Weil ich glaube, ohne Scheiß, eine Stunde, nachdem du mir die Frage gestellt hattest, unter einem, ich weiß gar nicht, wo das war, eine Crockpart oder so, oder Peggle? Ich glaube, bei Peggle war das irgendwo drunter oder so. Ist auch scheißegal, ehrlich gesagt. Jedenfalls, eine Stunde später wurde ich nominiert. Und zwar vom lieben Coca-Colera.
auf Facebook, die ich dann gesehen hatte. Und das passte dann irgendwie alles. Es war schon. Es traf sich gut zusammen, sag ich mal. Da war Saul. Alter, ist das hier ein Quellkrieg, ey. Krass. Ja, dann habe ich halt echt, also es war Mittwoch, wir haben heute Freitag, den, ich glaube, 29.08. müsste es sein. Mittwoch wurde ich halt das von Sutrago gefragt und eine Stunde später wurde ich halt auf Facebook von Coca-Colera nominiert. Und den Donnerstag war ich den ganzen Tag unterwegs, unter anderem an der Uni, weil ich noch was abgeben musste und mir ein Formular besorgen musste. Und dann habe ich aber den ganzen Tag auch über nachgedacht. Ich wusste halt, dass ich erst abends irgendwann wiederkommen würde, frühestens, und eh nicht mehr viel Zeit dazu hätte, das zu machen. Und ich war zwischenzeitlich schon dazu geneigt, es nicht zu machen, also mich daran nicht zu beteiligen, an dieser ALS Ice Bucket Challenge. Einen Grund habe ich ja in dem ALS-Video genannt, das ich gemacht habe, was auch ziemlich gut angekommen ist, was mich natürlich sehr freut. Ich habe mir zumindest, sagen wir mal so, ich will jetzt nicht alle Gründe nennen, warum ich gedacht habe, ich mache es eher nicht. Aber ein Grund war halt zum Beispiel auch, dass ich gedacht habe, so wie es die meisten Leute machen, von denen ich das gesehen habe, ob jetzt Promi oder nicht Promi, geht die Idee der Aktion, die ursprüngliche Idee, eigentlich verloren. Und das finde ich schade. Und deswegen habe ich gedacht, das ist jetzt, es ist schon wieder so überflutet mit dieser Challenge alles, dass die Leute großflächiger schon damit anfangen, genervt davon zu werden, was der Aktion selbst eigentlich mehr schadet, als ihr bringt. Weil wenn die Leute halt davon genervt sind und das nicht angucken oder selber machen, wird sich vielleicht auch, ich sag mal, psychologisch gesehen unterbewusst so eine Abneigung gegen sowas generell, gegen so Sachen, die sich dann zu einem Hype entwickeln, die eigentlich für einen guten Zweck sind, könnte sich dann entwickeln in den Kopf der Leute zum Beispiel, unter anderem. Das ist also eine psychologische Möglichkeit, die ich sehe, wenn man das mal so ein bisschen versucht zu analysieren und zu hinterfragen. Und da war ich halt erst so ein bisschen auf dem Stand, okay, das machst du nicht. Hab mir dann aber allerdings halt, weiß ich, trotzdem interessant fand und halt trotzdem nicht ganz sicher war, hat sich Saul wieder aufs Fressbrett gelegt, habe ich halt gesagt, okay, ich recherchiere ein bisschen, weil ich halt auch persönlich, hatte ich schon vorher gemacht, über die Krankheit, als das erst so aufkam, über amyotrophe Lateralsklerose. Das weiß ich jetzt sogar auswendig, das habe ich jetzt nirgendwo abgelesen. Das habe ich mir gemerkt, weil es mich interessiert. Ganz einfach. Jedenfalls habe ich mich halt darüber informiert und habe bei meiner Recherche auch Interviews von Betroffenen gelesen oder auf YouTube gesehen oder was. Da war zum Beispiel auch einer bei Markus Lanz da, was ich jetzt persönlich nicht so gucke, aber der Ausschnitt war ganz interessant und das fand ich echt gut, dass auch mal so jemandem ein Forum geboten wird und nicht immer nur C-Klasse-Promis, die von ihrem neuen Buch erzählen, was eh keine Sau juckt, im Zweifel. Und der hat zum Beispiel auch gesagt, und auch die Sabine Heinrich, die glaube ich da war, von 1Live, Moderatorin, dass die das auch erst skeptisch gesehen hat. Der ging es glaube ich genauso wie mir, der hat es erst skeptisch gesehen, hat dann gesagt, okay, komm, den zweiten möchte ich noch. Ihr Lutscher. Das war jetzt fies von mir, es tut mir leid, aber ich habe gewonnen. Talk about it. Ja, und die hat auch gesagt, sie hat halt mit Leuten gesprochen, viele Leute interviewt, die betroffen sind. Und die sagten, die finden das ganz im Gegenteil eher gut, dass das gemacht wird, diese Aktion und so. Und dann habe ich halt auch gesagt, unter anderem deswegen und weil ich irgendwie reagieren wollte, so oder so, ob ich das gemacht hätte oder nicht, habe ich dann gesagt, okay, ich mache das mit. Ich mache es aber, wenn ich das mache, wirklich konsequent. Weil alles andere, ganz ehrlich, ist jetzt auch nichts gegen das Video von Coca-Colera zum Beispiel, was ich fand es halt generell auch wieder lustig, klar, sowas mit so Eiswasser und so. Aber ich sag mal, zum Beispiel, er hatte jetzt so ein Video,
hat halt das mit dem Wasser gemacht, hat halt gar nicht über die Krankheit gesprochen und hat halt wirklich die Challenge als Eiseimer-Challenge wahrgenommen. Ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass, oder ich will dir nicht unterstellen, falls du das siehst, dass du dich irgendwie nicht für die Krankheit interessiert hast oder so, aber das, die kam mir schon ein bisschen zu kurz, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, nimmst du jetzt bitte nicht als persönliche Kritik an, das kann ja jeder machen, wie er will, aber für mich persönlich hat das Ziel so ein bisschen verfehlt, der Sache. Und da habe ich halt gesagt, okay, dann mache ich das, wenn ich das mache, mache ich das aber konsequent in dem Sinne, dass ich auch über die Krankheit aufkläre und selber recherchiere für mich und für euch quasi dann auch und in erster Linie über die Krankheit informiere, über Forschung, über Spendenmöglichkeiten und dann so einen ganz kleinen Ausschnitt von dieser Challenge halt da reinmache, damit es halt auch noch irgendwie da drin ist quasi. Und anders hätte ich mir das auch für mich persönlich nicht vorstellen können, das zu machen. Ja. Deswegen kann ich dir sagen, es kommt drauf an, wie man es aufzieht. Also ich würde nicht pauschal sagen, nee, ist scheiße oder sowas. Was ja auch eigentlich gar nicht, also sagen wir mal, objektiv nicht stimmt, finde ich. Wie gesagt, es kommt drauf an, wie man es aufzieht. Und dann kann es auch gut sein. Stimmt allerdings natürlich, das ist in den allermeisten Fällen, da möchte ich mich jetzt persönlich mit meinem Video davon nicht hervorheben oder so, aber so wie ich das wahrnehme, ist es in den allermeisten Fällen so gewesen, dass es wirklich halt primär den Leuten um die Challenge geht und wenn überhaupt die Spendenmöglichkeit in dem Kommentar dazu irgendwie drin stand, aber halt auch keinen Spendenlink oder Spendenkonto, Nummer oder sowas, irgendwie einfach nur ja spenden. Und das finde ich so ein bisschen, ist nicht so mein Fall, ehrlich gesagt. Finde ich ein bisschen blöd, sowas. Aber gut, möchte da keinen verurteilen. Ist nur meine persönliche Meinung. Ich weiß auch nicht, wie ihr das seht. Keine Ahnung. Ja. Das wäre eigentlich das. Und das wäre auch hiermit die Fragerunde von den Fragen, die ich jetzt hier so auf dem Zettel hatte. Danke fürs Zusehen. Ich mache jetzt einfach mal Schluss an dieser Stelle. Und hoffe, es hat euch wieder ein wenig Spaß gemacht. Und ihr seid jetzt, was das angeht, schlauer als vorher. Keine Ahnung. Jedenfalls, wie gesagt, fragt Fragen. Stellt Fragen. Setzt Fragen. Und so weiter und so fort. Macht's einfach, wenn ihr Lust habt. Boah. Das ist das Schlusswort. Euer Dave.